Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone Folge 199. Diese könnte rein theoretisch in die Geschichte eingehen, denn wir sind Rang 11 mit einer Siegessträhne gerade. Holy moly, was wäre das, wenn wir im Monat Juni zwei Ränge überspringen? Das wäre ziemlich nice. Auf Rang 10. Das wäre mega krass. Jaina gegen Wir Valera. spielen gegen einen Rang 10er, dem es Das vielleicht egal ist, wie er spielt, weil er nicht mehr abfallen kann. Wir schon. Bin ich gerade. Wir haben den. Können mit dem Coin ihn spielen. Hoffen, dass der stehen bleibt. Und dann den spielen. Probieren das mal. Das wird ja so ein Pirate-Schurke sein. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mit einem Coin probieren, den zu halten. Schauen. Konnte er eben schon in der allerersten Runde nichts machen. Also wie gesagt, ich glaube, das könnte taktisch nicht verkehrt sein. Wenn er nämlich jetzt keinen Bock hat. Oh, Zauber, den er extra runterhaut. Holy moly. Der hat sich aber Mühe gegeben. Haut alles raus, was geht. Die Bruderschaft wird siegen. Alter Schwede. What the fuck? Fantastisch. Danke. Eieieiei. Da hat er mal einen rausgehauen. Der hat eine geile Starthand gehabt. Shit. Und da kommen wir jetzt auch so schnell nicht raus, ne? Da haut er uns jetzt einmal 8 rein. Wir können nichts dagegen tun. Dann holt er uns nochmal oder uns nochmal 8 rein. Und wir können wieder nichts dagegen tun. Ja, dann sind wir auch bald down, ne? Eieiei. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass er irgendwelche krassen Leute raushaut. Alter. Das wird richtig übel. Ja, wir müssen den spielen, damit er den vielleicht angreift. Aber wozu soll der? Er geht face. Und zwar straight, bin ich mir ziemlich sicher. Uns kann fast nur noch ein Eisblock irgendwie ein bisschen retten. Alter Schwede. Und dann sind wir die Siegessträhne los, ne? Oh Gott, oh Gott, wir brauchen einen Freeze oder so. Wir kriegen den nicht tot. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass er denkt, ich habe einen Eisblock und ich. Ach, das ist. Bin doch egal, glaube ich gerade. Spiel in Sport. Bitte spiel in Sport. Oh Gott, der vernichtet uns. War natürlich auch eine Mega-Kombi, die er da zu Beginn bekommen konnte. Nice, dass er mich nicht angreift. Das ist krass. Dadurch überleben wir halt einfach ein paar Sekunden länger, ne? Oh. Müssen wir erstmal gleich durchlesen hier. Was? Erhält diesmal eine zufällige Klasse von der. Ah, okay. Glück gehabt. Der wird sich auch richtig in den Arsch speisen. Dass er nicht face gegangen ist. Er hätte mich so easy peasy wegnatzen können. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Wenn dieser Gedehne angreift, ja.
Oh, wow. Okay. Aber uns fehlt immer noch der Eisblock, ne? Also der wird uns jetzt immer noch relativ easy wegnetzen können, wenn er irgendwie diese blöde Kombo-Karte spielt. Oh. Wir haben auch mit Spiegelgestalt haben wir ein bisschen Glück. Wir haben nur ein bisschen wenig Leben. Der hat aber nur noch einen Mana-Punkt, das ist gut. Eisblock! Und mein Spotty! Also beides kann ich ja nicht kriegen, aber... Und eigentlich müssen wir den erspielen, dann den. Ist auf jeden Fall Board clearen. Da steht fest, ey. Okay, den. Einfach nur, um hier eine Karte zu bekommen. Ich glaube es nicht. Vier, dann haben wir noch drei. Der weg. Das Spiel beginnt. Achso, ja, ich habe eben überlegt, hä, wo kriege ich denn jetzt die Karte gerade her? Aber das war ja vom Portal. Okay, jetzt sieht die Situation hier schon wieder ein bisschen anders aus. Warte mal, vier. Ja. Weil ich möchte den gerne behalten, ne? Oh no. Ich hatte nicht Liesel, ne? Oh, zum Glück habe ich Eisblock. Alter Schwede. Alter, zum Glück habe ich Eisblock. Wie ärgerlich für ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rang 10! Piu! Hört man gar nicht, dass ich mich freue, ne? Bam, Junge! Mit Folge 199. Nice! Ihr könnt eure Schatztruhe am Ende der Saison öffnen. Je höher euer Rang, desto besser die Belohnung, die sie enthält. Die Belohnungen sind immer... Aber freuen tue ich mich trotzdem über die Truhe des Ogermagiers. Ist das herrlich. Haben wir ein Schwein gehabt. Alter Verwalter. 338 Siege. Wir sind auch noch ein paar Meter von weg, ne? Mit den 500 Siegen. Magier ist einfach. For the win, ey. Ja, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Was für eine geile Folge. Das war mega knapp. Ich hab Liesel verhauen. Er ja noch viel früher. Das ist, war ja sowieso das Allergeilste, dass er mir den Sieg quasi ja eigentlich ja auch geschenkt hat, ne? Dadurch, dass er nicht angegriffen hat, weil er gedacht hat, na gut, er wird eh Eisblock haben. Ich möchte jetzt erstmal das Board clearen. Das war so mega gut, ey. Secret Mage ist geil. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Zuschauen. Ich freue mich jetzt nochmal nach der Aufnahme ein bisschen und werde wahrscheinlich auch gleich ins Bett gehen. 23.47 Uhr. Bis zur nächsten Folge. Euer Gonji. Tschüss.